Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zurück zu Gris, einem richtig hübschen Spiel. Macht Spaß, lädt zum Träumen ein, noch ein bisschen zum Philosophieren. Okay, die Musik wird spannender. Was wissen wir bis jetzt? Gris, leider jetzt nicht die Nahaufnahme. Konnte singen, hat ihre Stimme verloren, ist danach fürchterlich abgestürzt. Sie kann jetzt auch noch nicht singen, wir versuchen es mal. Ja, mehr als ein Einatmen und Keuchzen wird's nicht. Und seitdem bewegen wir uns da in dieser surrealen Traumwelt herum. Und sie ist richtig down, man sieht das, wenn sie näher ranzoomt, sieht man es besser. Oder ihr schaut euch eine der letzten Folgen an, sie lässt den Kopf hängen, die Arme hängen. Wenn sie geht, mit schwerem Schritt. Also ziemlich down, die Gute. Aber sie kann zum Stein werden. Hey. Okay. Wir sind nicht schwer genug. Oh no, warum sind wir nicht schwer genug? Wir müssen mehr essen. So, 1557. Ich muss wieder aufpassen. Wann ich wie. Okay, aber da geht's auch nicht weiter. Ah, wir sind nicht hoch genug gewesen für den Sprung wahrscheinlich. Okay, das geht nicht. Verdammt. 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 Das geht. Geht das auch? Wir brauchen also mehr Sprunghöhe. So, 1, 2, 3, Stone Attack! Nein. Oh komm, da fehlt jetzt nicht mehr viel. Aber höher ging's doch nicht mehr. Da geht's nicht mehr höher. Ah, da geht's sogar noch ein Stückchen höher. Aber so richtig hoch. So, ich schätze mal, das ist jetzt die höchste Höhe. Na dann. 1, 2, 3. Stone Attack. Gott sei Dank. Ich habe mich nicht gefunden. Quasi genauso wie Gris verloren in dieser Welt. Wo müssen wir hin? Nach rechts. Nehme ich mal an, auf alle Fälle. Jawohl, jetzt können wir dort runterspringen. Das ging ja davor nicht. So, mal sehen, wo wir jetzt landen. Wir folgen mal den fliegenden Steinen. Ja. Mhm. Theoretisch folgen wir den fliegenden Steinen. Ach, Gott sei Dank. Wir müssen nicht alles nochmal von Anfang an machen, nur die Hälfte. Aber jetzt. Ich war mir aber auch nicht sicher, ob man bei dem hellgrauen landen kann. Da ist die Hand wieder. Oder zumindest eine Hand. Okay, sie kann zwar noch immer nicht singen, aber es wirkt nicht mehr ganz so düster wie kurz davor noch.
Zumindest ein bisschen Grün, ein bisschen Natur. Natur hat man überhaupt noch gar keine in dem Spiel. Aber es geht wieder bergab mit ihr. Ich kann nicht springen gerade. Schade, das macht so viel Spaß. Okay, wir haben unsere Leuchtknubbel noch. Ah, Schmetterlinge befreit. Ah, verstehe. Mit jedem Abschnitt ist ein Sternbild. Fügen wir da oben mehr Sterne hinzu. Und ich nenne die Dinger Leuchtknubbel. Naja, egal. Aber jetzt haben wir wieder keine. So, eigentlich wollte ich ausprobieren, ob wir den Block. Nein, können wir nicht. So, wieder Schmetterlinge zum Befreien. Und irgendwie entfernen wir uns jetzt wieder vom Grün. Oh. Gut, also unser Rückweg ist abgesperrt, abgetrennt. Und es wird doch wieder grün. Ja, mutig, wir springen einfach mal. Oh, es ist so weird. Und ja, extrem wenige Bleistiftstriche und trotzdem so genial. Ich weiß es nicht, sollte man... Hey du! Lebende Karotten! Oder Radieschen! Jetzt ist er draußen. Fürcht sich vor uns. Kann ich singen? Nein. Ich finde die immer süß. Seltsame Libellen. Okay, da kann ich nichts machen. Ja, wir können einfach nur dem Weg folgen im Moment. So wie es scheint. Was seid ihr eigentlich? Kleine Raketenpilze. Okay. Schnell, schnell, schnell. Und wieder bergab. Oh, was bist denn du da für ein Würfelkopf? Irgendwie hat er auch Angst vor uns. Hey, Würfelkopf. Warte doch. Ich glaube, da war er. Nicht hinter Baum versteckt. Ach, verdammt. Da war er wieder. Ganz kurz. Vielleicht, wenn ich mich hinter dem Baum verstecke, vielleicht kommt er dann. Nee. Boah, das ist ja auch so geil animiert. Oh.
Schnell, schnell, schnell. So, wollen wir weiter nach... Okay, weiter nach links brauchen wir nicht. Da geht's nicht weiter. Hat sich erübrigt. Ich weiß es nicht, ob wir... wieder die Steckerrüben, die sich vor uns fürchten. Naja, gut. Jetzt voll süß, der Würfelkopf. Hey, Würfelkopf. Hab dich. Aber ich kann nichts machen. Aber wir haben noch Nachlauf. Hey, du. Hi. Voll süß. Keine Ahnung, was wir mit dir brauchen. Würfelkopf. Komm her. Schwupps und weg. Ja, dann laufen wir halt mal weiter. Vielleicht gewinnt Würfelkopf mehr Vertrauen. Nein, oder nicht. Aber sind wir gar nicht böse. Da ist noch sein Ding. Und? Sind wir jetzt Freunde? Nein, er versteckt sich noch immer. Da ist auch noch sein Würfel. Aber wie komme ich denn da hoch? Okay, außenrum. So, dann so. Dann so und so. Und sowieso. Ja, es ist schwierig, wir müssen ganz hoch. Das geht ja nicht, oder geht das? Ah, oh, das geht. Okay. So, jetzt hat er aber schon 3 bekommen von uns. Jetzt muss er uns schön langsam vertrauen. Da ist noch ein 4. Würfelköpfchen. Da. Noch eine Würfelmöhre. Oder Karotte. So. Sind wir jetzt Freunde? Versteckt sich nicht. Okay. Kann ich da jetzt auch mit rein? Ich finde den voll cool. Aber immerhin, wir sind ja Ideen. Oh, wie er sich auch zum Block macht. Okay, alles klar. Komm da hoch. Bilde ich mir das nur ein oder wird der Wald dichter? Zwar nicht unbedingt bunter, aber jetzt auch nicht unbedingt unheimlich. Oh, schaffst du den Sprung nicht? Na dann, mach den Weg für dich frei. Aber ich glaube, wir müssen da hoch. Oder? Nein, nicht unbedingt. Wie kommst denn du da jetzt hoch? Naja. Er macht uns das einfach nach. Finde ich cool.
Und zumindest Gris ist nicht mehr alleine. So, du kriegst noch so einen Würfelapfel. Vielleicht wächst er ja und wird groß und stark. Na, tut er nicht. Oh no. Ah. Ich dachte schon, wir haben ihn jetzt verloren. Aber jetzt ist er weg. Dabei haben wir da doch... Hallo, Würfelkopf. Oh no. Hey. Alles klar bei dir? Da, komm mit. Wir haben Futter gefunden. Ich weiß es nicht, ist der größer worden? Oder war der... schwer zu sagen irgendwie. Sorry Leute, meine Stimme vom Reden wird schon langsam heiser. Noch immer die gleiche Aufnahmesession. Ich kann mich einfach nicht trennen von dem Spiel. Also gleiche Aufnahmesession wie bisher sämtliche Folgen, die ihr gesehen habt. Jo, Würfelchen. Zeig uns den Weg. Ich kann da nicht rein. Oh no. Ja gut, muss ich außenrum wahrscheinlich. Oder auch nicht, Würfelchen ist weg. Schade, ich mochte den kleinen Kerl. Oder die kleine Sie, man weiß es ja nicht so genau. Bei Würfeln ist das schwer zu sagen. Okay, wir brauchen zwei Sterne. Keine Ahnung, wo wir die finden. Wie spät haben wir es denn? 16, 14? Ich weiß schon wieder nicht, wann ich die Aufnahmesession gestartet habe. Also nicht wundern, wenn die Länge der Folgen von Chris unterschiedlich lang sind und teilweise ziemlich variieren. Ich versuche es halt irgendwie so gleichmäßig wie möglich aufzunehmen. Okay, wir kommen aber schon wieder mehr so in ein Wüstengebiet. Style rein. Aber egal, wir brauchen zwei Sterne. Ich hoffe, das schaffen wir beim ersten Mal. Weil schon ein weiter Weg wieder zurück. Okay, da brauchen wir glaube ich gar nicht versuchen hochzukommen. Da ist eine Sackgasse da hinten. Hey! Ah. Okay. Nice. Das ändert sich mit jedem Sprung. Verdammt. Lang geht. Wir probieren es einfach mal. Na. So, ich habe keine Ahnung, ob wir von da gekommen sind. Ja, sind wir. Naja gut, ich gehe mal davon aus, links haben wir jetzt ein Sternchen eingesammelt. Das ist eventuell, finden wir rechts das zweite Sternchen. Da waren wir ja noch nicht. Nein, da waren wir definitiv noch nicht. Oh. Waren wir definitiv noch nicht. Wo sind wir jetzt gelandet? Auf jeden Fall, wer seid ihr? Hallo.
Die Topfbrüder quasi. Egal, ich will euch nichts tun. Ich bin nur auf der Suche nach Sternen. Hallo. Sorry. Haben wir ihn jetzt zurück zu seiner nicht ganz so eckigen Familie gebracht? Aber er hat uns ein Sternchen geschenkt. Dankeschön. So, da geht's nicht weiter. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg wieder retour laufen. Okay. Und was ich aber schon sagen muss, ist, das Spiel steuert sich richtig punktgenau. Das hat man jetzt auch nicht wirklich so oft bei Leuten, die gern Jump'n'Runs machen wollen und so weiter und so fort. Das ist echt, also gameplay-technisch ist das auf den Punkt gebracht. Das ist richtig, also Hut ab vor den Programmierern. Ihr habt das echt geil umgesetzt. Ich meine, ich komme da nicht raus. Vielleicht könnt ihr mir nach dem Kompliment jetzt in die Kommentare schreiben, wann ich, wie ich da rauskomme. Verdammt! Wäre vielleicht doch oben ein Ausgang gewesen. Na, ja. Einmal mit Profis spielen. Nein, aber ganz ehrlich, also die Steuerung ist richtig geil. Das hätte ich mir ehrlich gesagt bei, so sehr ich es geliebt habe, das Spiel Forgotten eingewünscht. Das basierte ja auch auf einem Jump'n'Run und so, aber das war teilweise schon etwas mühsam, vorsichtig formuliert. Und da ist einfach, also da macht Jump'n'Run richtig Spaß. Das ist einfach top. Hey, Würfelchen. Ich habe ein Problem, ich komme nicht raus. Ich weiß nicht wie. Sorry. Hätten wir da durchgehen, wir hätten da durchgehen können. Naja, okay. Hätten wir das auch geklärt? Aber wir haben zwei Sternchen und die waren ja da. Okay, gut. Oh, ich kann schweben. Ich kann aber immer noch Steinchen spielen. Cool. Was wir mit diesen neuen Superpower-Fähigkeiten schaffen und erreichen, ich weiß es nicht, ob ich speichern kann. Weiterspielen, Einstellungen verlassen. Ich habe halt Angst, ich werde sehen bei der nächsten Aufnahmesession. Ich brauche eine kurze Pause. Die letzten Folgen waren eine Aufnahmesession. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Würde mich freuen. Noch mehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.